Wir sind also in Bitterfeld an der Baumeister-Gedächtniskirche, die aufgegeben wurde, jetzt in privater Hand ist. Und unsere Aufgabe war es, die Glocken auszubauen. Die gehen in die Gemeinde Rösa und werden dort wieder für die Gemeinde das liturgische Geläut übernehmen. Entscheidend war für uns, nachdem wir angereist sind, dass die Maueröffnung oben groß genug ist, dass die Glocken auch wirklich hindurchpassen. Aber um 2-3 cm hatten wir Luft, das ging also sehr gut. Der Turm ist erfreulicherweise sehr sauber gemacht worden, dass wir da nicht im Taubendreck rumkriechen müssen. Und dann wurde als erstes der Gitterträger aufgebaut, der dann die Last aufnimmt, die Glocken abzulassen. Und so hat alles recht gut funktioniert. Die Glocken haben wohlbehalten ihren Transportanhänger erreicht. Ja, also wir haben ja zwei Schilling-Glocken. Die größere wiegt knappe 300 Kilo und die kleinere etwa 200 Kilogramm. Ja, also Christian Beck von der gleichnamigen Firma in Kölle da, Glocken und Turmuhren Christian Beck.